Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder zu Minecraft. Da es letztens ein Update gab mit Minigames. Endlich gibt es Minigames. Zwar gibt es jetzt nur eins, Hunger Games oder auch bekannt als Survival Games. Ich weiß nicht so, müsst ihr schon wissen, ich weiß nicht den Unterschied dazwischen. Für mich ist das Jacke wie Hose. Es gibt, drei Maps und man kann jetzt per Kartenpaket drei noch dazu kaufen. Es gibt sogar noch einen Season Pass, wo dann alle Maps freigeschaltet werden, sofern sie freigeschaltet sind. Stehen ab Juni 2017 zur Verfügung. Okay. Ein bisschen hin. Also es gibt drei Standard Maps und einmal hier drei, die man nachkaufen kann. Die kann ich euch auch hier zeigen. Karten auswählen. Also, Entschuldigung. Höhle ist eine der Standard-Maps, sowie Bucht ist auch eine der Standard-Maps. Schmelztiegel ist eine der Standard-Maps. Und diese drei hier unten, einmal nochmals Höhle, dann Medusa und Tempel sind die drei, die man bis jetzt nachkaufen kann. Ich habe mir die gekauft, da ich noch 3 Euro auf Xbox drauf hatte. Als nächstes hole ich mir dann den Season Pass für 10 Euro, wenn ich wieder Geld habe. Also Anfang nächsten Monat. Ja, mindestens eine Karte. So. Man kann hier am Anfang aussuchen, ob man einen zentralen Spawn will. Das möchte ich. Ob man ein Online-Spiel, also mit anderen Leuten. Ob man ein öffentliches Spiel, das auch andere Leute einfach so beitreten können. Ob es halt nur für Freunde von Freunde sein soll oder nur auf Einladung. Da ich euch jetzt was zeigen möchte, nämlich alle Secrets. Wow, das kam nach 2 Minuten, dass ich das gesagt habe. Es gibt alle 5 Köpfe versteckt. Zweimal Feuerwerk und es gibt ein paar Türen, die man aufmachen kann. Schalter und alles immer dran. Wenn man hier am Anfang gleich ist, hat man einmal die Möglichkeit, Battle beizutreten. Das ist dann einfach random mit irgendwelchen Leuten auf der Welt. Halt seine Freunde kann man beitreten und eins erstellen. Da war ich ja gerade drin. Kann man sich hier aussuchen, welche abgespielt werden sollen. Hier die Maps. Ich habe jetzt einfach nur Höhle genommen, weil das ist ja, wir wollen ja jetzt hier nur in der Lobby bleiben. Es gibt hier einmal Gelegenheitsspiel und einmal Wettbewerbsspiel. Ist nicht wirklich viel Unterschied. Wir gehen jetzt einmal auf Gelegenheitsspiel und dann können wir gleich anfangen rauszufinden, warum bin ich hier gespawnt. Das ist nicht der richtige Spawn. Falsch, da will ich rauf. Komm schon. Das Spiel mag ich nicht. Hier spawnt man eigentlich. So. Also, wenn man hier jetzt ganz normal gespawnt ist, kriegt man schon mal den ersten Kopf, indem man einfach nur nach oben guckt. Und hier einmal den Button drückt. Schon hat man den ersten Kopf, den man finden kann. So, dann hat man hier halt einen Übungsplatz, man stellt sich hier hin und kann mit den vorgegebenen Bögen und Pfeilen was abschießen. Leider öffnet sich dadurch nichts. Aber wir brauchen den Bogen und die Pfeile trotzdem noch für andere Secrets, die hier zu finden sind. Zum Beispiel den zweiten Kopf, den Steve-Kopf. Da ganz oben ist ein kleiner Knopf. Ich bin nicht so gut an Bogen schießen. Komm ich da ran? Das war jetzt ein Millimeter da unten. Das war ein... Ah, das war richtig. Und schon haben wir den zweiten Kopf. Den Steve-Kopf. Entschuldigung, meine Stimme verabschiedet sich heute mal schon wieder. So. Wir haben jetzt den Kopf dort und den Kopf hier. Dann sind wir hier vor diesem Haus gleich und können hier gleich reingehen. Das ist nämlich die Bibliothek hier. Und dann können wir gleich hier hinten unten hingehen. Dort ist ein Hebel, den man
umlegen muss. In der richtigen Richtung. Ich war gesneakt. So, dann kommt hier ein Bücherregal raus. Da können wir jetzt hier endlich rüberspringen. Was wir nicht können, wenn der nicht umgelegt ist. So, wenn wir jetzt hier hochspringen. Ja, Jump'n'Run Pro. Werden wir hier nicht rüberkommen. So. Deswegen müssen wir den erst umlegen, um weitermachen zu können. Zack. Dann können wir nämlich hier einwandfrei rüberspringen. Dann können wir hier hoch. So, und dann können wir hier gleich rechts gucken. Da ist nämlich das Dia-Schwert, was wir für den späteren Verlauf brauchen. Ich sollte nicht dran drehen. So. Das hängt nach unten rechts. Das müssen wir uns merken. So, dann können wir hier noch hochgehen. Dann gibt es ja auch das erste Feuerwerk schon. Yay, schön. So, dann können wir hier runter. Hui! So. Dann können wir hier von hier aus einmal hier rüberspringen und hier die Leiter hochgehen. Wenn wir hier reingucken, sehen wir ein Goldschwert, das nach links zeigt. Auch merken. Das brauchen wir gleich. So, hier sind noch zwei Rüstungsstände, die kann man hier per Knopfdruck hochmachen. Mehr kann man mit denen leider nicht machen. So, gehen wir hier hoch. Und hier sind die Schwerter. Wir haben jetzt hier schon das Dierschwert, was wir jetzt so hindrehen können. Wir haben schon das Goldschwert, was wir jetzt so hindrehen können. Wie dieses hier funktioniert mit der Redstone-Technik, habe ich leider kein Tutorial dazu gemacht, aber ich verlinke euch jemanden, der da so ein Tutorial gemacht hat. Da könnt ihr dann gerne reinschauen. So. Dann geht's jetzt weiter. Dann müssen wir hier diese umklappen und einmal die umklappen. Schon kommen wir hier rüber. Und dann ist hier das letzte. Das Eisenschwert, was nach unten zeigt. Merken wir uns noch, weil hier hinter ist etwas. Da können wir jetzt erstmal hier ein paar Pfeile raufwerfen. Das brauchen wir für den späteren Spielverlauf. Besser für den späteren Secrets-Suchverlauf. So. Müssen wir darauf springen, darauf springen, darauf springen und dann hier hoch. Jedenfalls nicht so, wie ich es gemacht habe. Ich sagte ja schon bereits, ich bin der Beste da drinne. Nicht. So, nochmal das Ganze. Ja, man sagt ja immer, doppelt hält besser, ne? Also, hierauf. Dann hierauf. Hierauf und hierauf. Hier hoch und hier oben einmal durch. Schon sind wir bei diesem Hebel hier angekommen. Für den. Für den zweiten Feuerwerk allein, für das zweite Feuerwerk. Können wir wieder runter. Dadurch, dass wir da oben jetzt in dem Bild ein paar Pfeile reingeworfen haben, sodass die Druckplatte ausgelöst bleibt, da Holzdruckplatten durch Items ausgelöst werden können, hat sich hier unten dieser Block nach unten gezogen und wir haben hier wieder einen Hebel, den wir umlegen können. Mit diesem Hebel hat sich jetzt diese Tür hier geöffnet, wo wir jetzt wieder durchgehen können. Und schon haben wir den nächsten Kopf. So, schon haben wir drei Köpfe. Jetzt gibt es noch, den ich am Anfang vergessen habe, hier oben einen Kopf. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, da ranzukommen. Entweder man schießt dagegen und bekommt einen Kopf raus. Man kann auch dagegen schießen oder man schießt einfach rüber. So. Oder man schießt hier unten gegen eine Lampe. Geht meistens auch. So. Wir hatten jetzt das Eisenschwert da vorne gefunden. Das heißt, wir können dieses jetzt auch in die richtigen Positionen bringen. Und schon hat sich hier unten die Tür geöffnet. Und wir haben den letzten Kopf. Schon haben wir alle fünf
Köpfe, die man hier finden kann. Und man kann hier halt die Türen auch noch öffnen. Das war's im Großen und Ganzen. Man kann hier auch noch an den Notenblöcken spielen, wenn das mal ein bisschen länger dauert. Aber sonst gibt es hier nichts mehr an Secrets. Das sind alle Secrets, die es gibt. Einmal die ganzen Türen, wie man die öffnet. Die fünf Köpfe und das Feuerwerk. Beide. Ich weiß nicht, ob es hier mit diesen drei Köpfen noch irgendwas gibt, aber ich habe damit nichts gefunden. Ich habe das auch ausprobiert, genauso hinzudrehen wie die anderen, also den auf den Kopf, den nach links und den so rum, aber es öffnet sich nicht. Es passiert nichts. Also, es wäre jetzt alles, was man hier so finden könnte. Man kann hier hinten halt noch so durchgucken. Zwar sieht man hier auf der Seite nichts, aber auf der anderen Seite sieht man etwas. Wir sind schon bei 11 Minuten. Ich sollte das Video nicht zu lange und ich habe doch vergessen, das auszuschalten. Mist. So, ich will das Video jetzt nicht unnütz jetzt langziehen. Deswegen, ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr doch noch wisst, dass es hier irgendeinen anderen Secret oder sonstiges gibt, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, das war's mit den Videos, mit dem Video zu dem Secret in der neuen Minigames-Lobby in Minecraft für die PlayStation und für die Xbox. Ich hab's jetzt auf der Xbox gemacht, weil ich eine Xbox habe. Tschüss.